Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier. Oh, heute haben wir den Uwe zu Gast, Uwe Bursig von Skellig Games. Herzlichen Dank, Uwe, und willkommen hier in unserem kleinen Interview. Super, vielen Dank. Ja, wir haben natürlich die ein oder andere Frage vorbereitet und dieses Jahr läuft es ja leider ein bisschen anders, auch im Hinblick auf die Spiel. Corona hält uns alle so ein bisschen in Atem, deswegen als Einstieg. Wie habt ihr die ganze Corona-Situation erlebt? Wie hat sich's auf eure Arbeit ausgewirkt? Und was bedeutet für euch der Wegfall der realen Spiel? Ja, wir haben es erlebt wie viele andere auch. Wir haben jetzt zum Glück in unserem persönlichen Umfeld keine Fälle gehabt. Wir hoffen auch, dass das so bleibt. Das Ganze ist schlimm genug. Hat sich aber natürlich auch klar auf unsere kleine Brettspielwelt ausgewirkt. Das ist ja bei euch nicht anders. Wenn man es jetzt mal rein technokratisch sieht, ist es zum einen so, das wird bei vielen anderen Verlagen auch so sein, die Umsätze haben sich tatsächlich sogar noch ein kleines bisschen gesteigert. Einfach weil die Leute wahrscheinlich mehr zu Hause waren, mehr gespielt haben. Was uns sehr fehlt, ist eben diese Veranstaltungen, die persönlichen Begegnungen von den Veranstaltungen, das Treffen mit Rezensenten, mit Verlagskollegen, mit allen möglichen anderen Leuten aus der Branche, aber auch das Feedback, was dann eben auch von den Leuten kommt, die Spiele spielen, positiv oder negativ, einfach dieses Miteinander, das fehlt uns zum einen fachlich und es fehlt uns zum anderen aber auch persönlich sehr. Und wir alle hoffen ja, dass es bald wieder anders werden wird. Wer hofft das nicht? Da muss man froh sein, dass man einigermaßen gesundheitlich gut durchkommt und finanziell mit einem blauen Auge dann davon kommt. Merkt ihr was in der Hinsicht, dass sich manche Spiele vielleicht besser verkaufen dieses Jahr, als sie sich vielleicht sonst verkauft hätten? Also in Form von, dass vielleicht mehr in der Familie gespielt wird, beziehungsweise mehr Solo gespielt wird, dass die Spiele dann einen besseren Anklang finden? Nee, ist jetzt bei uns nicht so. Also ich würde es tatsächlich über das komplette Portfolio sehen und sagen, die haben sich insgesamt alle besser verkauft. Es ist ja immer ein gewisses Auf und Ab bei jedem Titel. Das mag aber auch saisonal sein oder vom Marketing her oder weil es einfach schon jetzt ganz viele haben, das Spiel. Das würde ich aber jetzt nicht mit der Corona-Krise im Zusammenhang sehen. Ist natürlich ein interessanter Aspekt. Haben wir auch noch nicht untersucht, aber ich glaube, so aus dem spontanen Nachdenken würde ich eher sagen, nein. Alles ähnlich. Schön, schön. Ich erinnere mich so, vor 2 Jahren kam dein erstes Spiel raus mit Concerto. Mhm. Und da haben wir uns das erste Mal auf der Spiel gesehen. Und jetzt hat sich doch in den 2 Jahren extrem viel getan. Also vom kleinen Ein-Mann, ich sage jetzt mal Spaßprojekt, jetzt doch zu einem aufstrebenden, ernstzunehmenden Verlag mit vielen Lokalisierungen, mit eigenen Titeln. Wie kam es dazu und wie nimmst du selber diese rasante Entwicklung wahr? Ja, wie viel Zeit hast du? Also, ein bisschen Zeit haben wir. Nein, das ist, ich sage immer so ein bisschen, das ist eine Geschichte der Gelegenheiten. Es ist ja so, dass das mit dem Verlag und dem Spiel, aber vor allen Dingen mit dem Verlag, sehr so ein Traum von mir war und ist. Und deshalb habe ich das angefangen, einfach mal ganz, ganz easy und ganz locker mit wenig Risiko, um zu gucken, was geht da, ne? Und wenn es halt nichts geworden wäre oder auch nichts mehr wird irgendwann, dann war es das halt, aber dann habe ich es wenigstens versucht. Und dann hat sich über die Jahre einfach jetzt gezeigt, dass wir versucht haben, einfach Gelegenheiten zu ergreifen. Da gibt es so ein paar Meilensteine. Natürlich das erste Spiel, klar, man sammelt Erfahrungen, jede Menge, man lernt. Dann ein riesengroßer Meilenstein war letztes Jahr, als wir dann angefangen haben, uns Mitstreiter zu suchen, angefangen mit dem Thomas über den Dominik, die Chrisli, die Beate, den Joachim, der Marc natürlich, dass das einfach dadurch auch in den Möglichkeiten gewachsen ist und ich meinem Team da auch sehr, sehr dankbar bin, weil sonst könnten wir das gar nicht machen. Dann gab es einen großen Meilenstein letztes Jahr, als wir mit Eagle Griffon Games die Zusammenarbeit begonnen haben. So rum. genau, ja. Stehen genau richtig. Das ist genau die Folge davon. Gut, die hättest du vielleicht auch so, aber ja. In einem oder anderen, ja. Vermutlich. Sie sind es wert. Und das ist natürlich, das hat uns natürlich große Chancen eröffnet. Auf der einen Seite, es hat uns einen gewissen Namen gemacht. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und es hat auch vom Umsatz her einfach so ein bisschen das Ganze konsolidiert, dass da so eine regelmäßige Geschichte reingekommen ist. Mhm. Dann, was auch sicherlich hoffentlich ein Meilenstein ist, Anfang des Jahres, als wir es dann gewagt haben, mit Insel der Katzen
auch durchaus ein finanzielles Risiko einzugehen und zu sagen, wir holen das nach Deutschland, weil wir das Spiel einfach so geil finden und weil es natürlich auch gut ankommt außerhalb von Deutschland bisher. Noch ein Meilenstein hoffentlich ist der neue Rosenberg, den wir dieses Jahr veröffentlichen, Sagani. Mhm. Und zusammen mit dem Oracle von Stefan Dorda, was auch ein ganz tolles Spiel ist. Das sind alles so Gelegenheiten, die sich geboten haben. Und dann muss man eben überlegen, ob man es ergreift, ob man das Risiko, wie auch immer das gelagert ist, eingeht. Und das haben wir getan. Und das ist jetzt die Folge davon. Und wir gucken mal, wo der Weg noch hingeht. Auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr spannend für mich, immer sowas mitzuverfolgen, wie sich so ein Verlag entwickelt. Und ihr habt ja doch ein extrem breites Portfolio. Also ich sitze hier irgendwie ein bisschen ungünstig, merke ich gerade. Nee, andere Richtung wäre richtig gewesen. Da stehen die Insel der Katzen, da steht ein Ambrosia. Und oben drüber dann eure Lokalisierung mit Eagle Griffin Games, die dann doch eher den Experten ansprechen. Wollt ihr es auch in Zukunft so handhaben, dass ihr die eigenen Titel eher so im Bereich Familien- und Kennerspiel ansiedelt und dann die Lokalisierung euch die Schwergewichte ins Haus holt? Oder wird es so bleiben, wie du es gerade beschrieben hast, so die, man schaut, was ist möglich, was ergibt sich und guckt dann, ob es ins Portfolio passt? Wir hatten bisher immer die Überlegung in den letzten Jahren, ob wir uns irgendwie festlegen sollen. Und es haben uns auch Leute geraten, ihr müsst als Verlag ein gewisses Profil haben. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ich habe dann immer so ein bisschen im Scherz gesagt, unser Profil ist, wir machen gute Spiele. Dass das jetzt so aufgeteilt ist zwischen den Familienspielen, die wir selber machen im Moment, und den eher komplexen Sachen beim Lokalisieren, das ist eigentlich Zufall. Bei Eagle Griffin war natürlich die Lacerda-Spiele erstmal der erste Brocken. Das sind nun mal die harten Dinger. Und bei den eigenen Spielen hat sich es einfach so ergeben, dass auch dieses Jahr wieder zwei Familienspiele eher dabei sind. Wir würden schon gerne auch mal was Komplexes selber machen. Das ist in Planung, aber da muss einem natürlich auch das richtige Spiel dann vor die Füße fallen. Das war bisher noch nicht so. Wir haben da jetzt so ein bisschen was in der Hinterhand, aber das ist auch alles noch in der Redaktion. Aber diese Aufteilung ist Zufall. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir gemerkt haben, dass wir bei den einfachen Spielen, ich sage jetzt mal so ganz grob Kartenspiele oder die ganz leichten Familienspiele, dass da der Markt einfach zu voll ist. Gerade bei Kartenspielen gibt es viele, viele große Verlage, die dann ihr Portfolio einfach in die Läden bekommen. Da können wir einfach nicht mithalten, auch preislich nicht, weil wir nicht diese Mengen machen können. Deshalb bietet sich es für uns eher an Familienspiel aufwärts. Das soll jetzt auch so ein bisschen die Leitlinie sein, egal jetzt ob beim Lokalisieren oder beim selber machen. Das ist aber nicht dogmatisch. Das heißt, wenn uns mal wirklich ein ganz tolles Kartenspiel wieder unterkommen würde, würden wir das vielleicht auch machen. Aber das ist so grob die Linie. Schön. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend weiterhin. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ihr habt doch sehr viele Spiele, wo man merkt, ihr legt Wert auf Qualität und auf gutes Material. Ging los mit Concerto, eine Box, klein und so voll, dass wenn man es nicht gut reinpackt, man das Spiel nie wieder zubekommt. Das zieht sich ja jetzt auch über Spiele, die ihr jetzt mit Eagle Griffin Games quasi gemeinsam auf Deutsch bringt, die für Deluxe-Material bekannt sind, auch wenn es bei manchen Spielen gar nicht draufsteht. Oder auch Insel der Katzen, was mit einer vollen Box daherkommt, mit einer opulenten Ausstattung an Holzminis. Das ist jetzt doch nicht so, dass man sagt, okay, ihr nehmt irgendwo jedes x-beliebige Spiel. Spielt das mit rein? Ist das so ein Grundstein für eure Verlagsarbeit, dass ihr sagt, das muss ein gewisses Level haben an Qualität? Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ne? Das ist natürlich ganz klar immer eine Preisfrage. Mhm. Und solche Spiele, die eben mehr in der Produktion kosten, die bekommt man dann später auch leichter los, wenn es komplexe Spiele sind, also Kenner-Experten-Spiele, weil diese Klientel einfach eher bereit ist, mal ein bisschen mehr zu bezahlen und auch an diesem besonderen Spielmaterial noch mehr Freude hat. Das ist uns aber auch so ein bisschen erstmal in den Schoß gefallen, weil eben Eagle Griffin Games mit diesen Deluxe Editions von den Lacerdas, von Age of Steam, von jetzt Struggle of Empires und Co., Rococo, weil die einfach diese tolle Materialien einfach auch bieten. Und wir dann natürlich gesagt haben, wäre ja schön, wenn wir das selber auch irgendwie machen könnten. Und beim Insel der Katzen, ja, was eigentlich schon auch Zufall, dass es auch wieder so ein tolles Material ist. Aber es ist natürlich auch so, wir scannen ja den Markt und scouten dann auch Spiele und gucken uns die an und testen die und sind dann natürlich selber auch viel positiver eingestellt, wenn wir da ein tolles Material in dem Spiel finden, als wenn das jetzt vielleicht ein tolles Spiel ist, was es ja auch gibt, aber mit relativ
schwachem Material, dann kommt das natürlich automatisch auch gleich bei uns besser an. Und wenn wir dann sagen, so werden das die Spieler auch sehen, dann führt halt eins zum anderen. Aber es ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Also so ein Kartenspiel im Bereich bis 20 Euro, das kann ich nicht mit solchem Material machen, weil dann müsste ich wieder 30 Euro nehmen, damit es sich noch rechnet. Und das zahlt dann wieder keiner. Also das ist eher so im gehobenen Bereich. Das heißt, ihr seid dann natürlich auch mit, ich sag mal, eurer Ausrichtung, Familienspiel und darüber hinaus natürlich auch schon mal gut unterwegs, dass man da überhaupt die Möglichkeiten hat. Wie du sagtest, im Bereich kleine Kartenspiele, da irgendwie Deluxe-Tokens reinzulegen und dann 10 Euro mehr zu verlangen, interessiert dann keinen. Genau, das wird man einfach nicht los. Und bei den eh schon teureren Spielen ist es einfacher, dann zu sagen, okay, wir machen es noch ein bisschen teurer, damit sich's rechnet. Dafür habt ihr aber auch dann Double-Layer-Boards und habt, was weiß ich, tolle Holz-Meeples en masse oder teilweise sogar Metallteile jetzt bei den neuen EGT-Sachen. Kanban und Rokoko gibt es auch mit Metallkomponenten jeweils. Und das ist dann natürlich viel einfacher. Komme ich tatsächlich da hinten nicht an das Spiel ran, an das ich eigentlich ran möchte? Na, ich weiß nicht, ob du schon erkennst, was ich an möchte. Na, ich schaue gerade. Wenn ich es dann rausbekomme. Ach, Regal zu dicht gepackt und Box zu groß. Da hatten wir ja dieses Jahr schon ein gemeinsames Projekt. Wir haben es schon gespielt und ich habe die Regel erklärt. Und es kam auch unter irgendeinem Video letztendlich wieder die Nachfrage, wisst ihr eigentlich, wie es mit Sabotage aussieht? Deswegen jetzt meine unverblümte Frage, wie habt ihr da noch Pläne? Die unverblümte Antwort, nein, wir wissen es noch nicht. Okay. Es ist ja so, es klappt ja auch nicht immer alles, da kann man ja auch drüber reden. Bei Sabotage ist es so, dass wir eine Menge gelernt haben, was wir hätten anders machen können. Kurz zur Vorgeschichte, wer es nicht kennt, wir haben ja versucht, dieses Spiel von Tim Fowers bzw. vom Tim Fowers Verlag auf Deutsch rauszubringen, weil er das selber nicht getan hat. Bei den meisten macht er das ja schon selber. Und da das aber ein sehr aufwendiges Spiel ist und da sehr viel Investition erforderlich gewesen wäre und wir ja noch nicht so reich und groß sind, haben wir gesagt, wir machen das über so eine Art Crowdfunding und machen aber nicht Kickstarter oder Spielschmiede, sondern wir versuchen es mal auf dem neuen Brettspielmarkt, auf der neuen Brettspiel-Community 4X von Hunter & Kron. Waren da auch eins der allerersten Projekte, also quasi so eine Art Early Adopter und Zusammenarbeit war auch super mit Hunter & Kron, das hat super geklappt. Was wir halt unterschätzt haben, ist die Kombination aus den Faktoren A, wir haben noch nicht so eine große Crowd als Skellig Games. Das braucht man ja für eine Vorfinanzierung. Und dann ist auch die Art des Spiels. Das Spiel selber ist ein ganz tolles Spiel, aber es ist jetzt kein Expertenspiel. Es ist eher so ein gehobenes Familienspiel, könnte man sagen, je nachdem, wie man es spielt. Und das Material ist sehr, sehr aufwendig. Und diese Kombination hat es wahrscheinlich nochmal erschwert, weil eben in diesem Slot Familienspiele die Leute eben nicht bereit sind, so viel Geld auszugeben. Das war der zweite Fehler. Das haben wir nicht so ein bisschen, nicht wirklich vorher verstanden. Und der dritte Fehler war, dass es auch preislich kompliziert war, weil das Spiel in Englisch auch sogar noch günstiger zu haben war in Deutschland. Und viele dann gesagt haben, das ist nicht so sprachabhängig, dass ich das unbedingt in Deutsch brauche. Mir reicht das Englische, wenn ich dann sogar noch ein bisschen günstiger dabei bin. Wir konnten es einfach auch nicht billiger anbieten. Mhm. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass wir nach einer Woche, wir wollten eigentlich 4 Wochen Kampagne machen, eine Woche gesagt haben, das wird nichts mehr. Und wir brechen dann mal die Kampagne ab. Das ist nicht schlimm, wir haben ein bisschen was investiert, Übersetzung und Layout wir wissen noch nicht, ob wir es weitermachen und wie wir es weitermachen, kann ich im Moment wirklich nicht zu sagen. Ist auch nicht irgendwie gelogen oder verheimlicht, sondern wir wissen es wirklich einfach noch nicht. Das ist ja da, der Tim Fowers hat da auch nichts dagegen, wenn wir das machen, freut sich. Aber wir müssen halt auch das Kapital haben. Und eine sehr schwere Box, das ist wirklich. Und was ich ja faszinierend fand, ich weiß nicht, wer es weiß, dass man tatsächlich die Schachtel als Materialablage verwendet und als Sichtschirm. Das ist ja schon... außergewöhnlich hoch 2. Also es war schon so hoch. Das ist typisch Tim Fowers. Das ist einfach großartig, diese Ideen immer beim Schachteldesign. Das hat er ja bei allen Spielen, ob klein, ob groß. Und das ist einfach klasse. Ja, super. Dann bevor wir noch ein bisschen so auf eure Neuheiten des Jahres 2020 eingehen, was ja
ich habe inzwischen, glaube ich, den Überblick verloren. Es kommt gefühlt jede Woche eine Neumeldung. Ah, und das kommt übrigens auch noch. Und das kommt und freut euch darauf. Und ich bin ja eigentlich recht gut informiert, was bei euch kommt. Aber ich habe das Gefühl, ich komme manchmal nicht mehr mit. Aber erstmal vorweg noch, dein Highlight des Jahres. Unabhängig von, es kann ein Spiel sein, es kann irgendein Erlebnis sein oder was, wo du sagst, das war dieses Jahr einfach so für mich persönlich das Highlight. Also man will ja jetzt nichts damit herabsetzen. Es gibt eigentlich so viele Highlights. Ich würde jetzt mein Team nennen, wer da alles dazugekommen ist und wer da so eine tolle Arbeit macht. Aber wenn man so das persönliche Spiele-Highlight des Jahres, und es war ja an Veranstaltungen, war ja nun mal leider nicht viel. Mhm. Wir waren Anfang des Jahres, waren wir einen Tag bei Uwe Rosenberg und haben mit ihm Prototypen gespielt. Gar keine Details jetzt, aber das war natürlich zum einen sowieso schon ein Erlebnis, ne, weil man als alter Spiele-Fan ist das natürlich einer der Idole. Und war auch ein ganz toller Tag, ist ein ganz total netter Typ, das weiß man ja auch. Was mich fasziniert hat, ist, er hat uns einige Prototypen auf den Tisch gestellt und man hätte jeden dieser Prototypen eigentlich vom Fleck weg veröffentlichen können. Und das fand ich so beeindruckend, weil wir kriegen ja mittlerweile auch viele, viele Spiele von Autoren, gute, nicht so gute. Und da ist halt auch immer mal was dabei, was, wo man sagt, naja, hättest du es mal lieber nicht geschickt. Und selbst die Guten, da muss halt auch immer noch mal was gemacht werden. Das ist aber auch völlig normal. Das soll jetzt keinen Autoren irgendwie beleidigen. Aber bei Uwe Rosenberg hätte man wirklich jedes dieser Spiele, das war so fertig, das war so, das hat auch Spaß gemacht alles. Und das fand ich total beeindruckend. Einfach diese Masse an richtig guten und reifen Ideen und Spielen zusammen mit diesem schönen Tag einfach, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Das kann ich voll verstehen. Für uns auch immer eines der Highlights jeder Spiel gewesen. Seit 3 Jahren treffen wir uns quasi jedes Jahr auf ein Interview mit dem Uwe. Das ist jedes Mal so ein netter Plausch. Und als wenn man sich ewig kennen würde und tagtäglich miteinander spielt. Das ist immer ein Erlebnis. Und das traue ich ihm auch echt zu, dass er da Schubladen voll Material hat. Das ist auch, wenn er da berichtet, was er an was er alles werkelt. Das ist schon faszinierend. Ja. Und gerade Prototypen testen, wir hatten ja das Glück mit Chrisli zusammen, Prototypen von euch, die euch vorgestellt wurden, mal mit anzuschauen. Das war auch für uns mal wieder was ganz anderes, dass man wirklich auf so ein unfertiges Spiel in Entwicklung drauf schaut und dann geht natürlich auch selber, ich weiß, bei euch wird es ähnlich gehen, geht dann direkt im Kopf so das Kopfkino los und da könnte man das machen und da könnte man jenes machen und hier wären noch Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist doch gerade auch das, was die Arbeit so interessant gestaltet, oder? Das ist total spannend, wie du schon sagst. Ne? Das ist, wenn man sich in der Szene einfach bewegt und wenn man einfach nur Spiele-Fan ist und viele Spiele kennt, dann arbeitet es, glaube ich, automatisch, weil man es dann vergleicht, es dann unbewusst und guckt, das findet man gut, das findet man nicht so gut. Das ist ein persönliches Schlechtfinden, das ist vielleicht ein objektives Schlechtfinden, was könnte man denn machen? Was ist denn hier für ein Material am besten? Und das wird dir genauso gehen. Ne? Das ist einfach, dieser Prozess ist total spannend. Gerade wenn dann ein Spiel dabei ist, wo man sagt, das hat das Potenzial. Ne? Und manchmal merkt man ja schon nach dem ersten Spiel, okay, ist nicht so gut, wie es jetzt ist. Aber manchmal ist es eben gut und muss dann nur noch so ein bisschen gefeilt werden. Und das ist total spannend, das macht Spaß. Und gerade wenn es dann um die redaktionelle Arbeit geht oder ums Ausarbeiten, wie ist es vom Balancing, hier noch ein Pünktchen mehr, da noch ein halber Punkt weniger oder hier eine Ressource dazu. Also das ist ja schon viel diffizile Kleinarbeit, die da drin steckt. Und das ist ja ein Wachsen und ein Prozess quasi. Ja, genau, das ist spannend. Und um nochmal ganz kurz abzuschweifen, das war jetzt zum Beispiel bei dem Uwe Rosenberg-Spiel, was wir jetzt rausbringen, das Sagani. Da war eben gar nicht mehr viel Feilschliff erforderlich. Ne? Das Ding war fast fertig. Also Respekt. Da direkt eine Frage zu Uwe Rosenberg. Kann man sich da schon auf das nächste Spiel von Uwe bei euch freuen? Oder gibt es da irgendwie einen Ausblick, den du an der Stelle schon geben kannst, ohne vielleicht zu viel zu sagen? Nee, wir haben da noch nichts Festes, ne? Und dementsprechend kann man da auch nichts zu sagen. Klar haben wir da noch ein paar Prototypen, die wir uns angucken und Uwe zeigt uns bestimmt auch noch mal was, hoffentlich. Aber da ist nichts fest, insofern kann ich da auch nichts verraten, weil es einfach nichts gibt im Moment. Dann sind wir dementsprechend einfach gespannt. Ja, klar, ausschließen kann ich nichts, aber wir würden natürlich auch gerne, klar, aber ich will da jetzt
nichts festlegen. Schön, schön. Dann noch so ein bisschen zu euren Neuheiten 2020. Das ist ja, ich glaube, das Spielejahr hat angefangen mit dem ersten Spiel von euch, wenn ich es richtig sehe, war Big Monster. Ja. Mit dem ihr quasi den Reigen des Jahres eröffnet habt. Dann kam, glaube ich, auch direkt danach schon die Insel der Katzen. Ja. Was ja, ich glaube, aktuell läuft sogar noch die Vorbestellung, aber ich weiß nicht, wann wir das Interview ausstrahlen. Das heißt, insofern ja, bin ich in dem Punkt vorsichtig, aber wird bei euch ja dann auch im Zeitraum das Spiel schätzungsweise erhältlich sein. Ja, das wird irgendwann im Oktober erhältlich sein. Wir sind da guter Dinge. Wir verfolgen auch das Schiff immer schon schön auf dem Schiffsradar. Wir wissen, wo das Spiel gerade ist. Müsste gerade so Richtung Spanien unterwegs sein. Ja, dementsprechend wird das im Oktober wird das erscheinen. Ja. Was gibt es von dir noch so für Infos zu euren Neuheiten? Du hast ja auch schon zwischendurch blicken lassen. Es kommt bei euch als eigene Spiele Sagani von Uwe Rosenberg und das Oracle von Stefan Dorra. Ja. Wie ist es mit sonstigen Neuheiten, beziehungsweise was sind vielleicht für dich bei den Neuheiten, egal ob jetzt Lokalisierung oder nicht, Spiele, die dir besonders am Herzen liegen oder die du vielleicht jetzt nochmal an der Stelle gesondert erwähnen möchtest, weil du sagst, die haben es aus Grund XY verdient? Alle. Verdient haben es alle. Nein, ich muss ein bisschen aufpassen, weil unser Marketing-Genie, der Thomas, koordiniert das ja alles wunderschön, wann er was bekannt gibt. Und wenn ich jetzt hier irgendwie ausplaudere und wie du sagst, wir wissen ja nicht, wann es ausgestrahlt wird. Also es wird die nächsten Tage, zum Zeitpunkt des Ausstrahlens in den nächsten Tagen, wird es auch ein Mailing geben zu unseren Frühjahrsneuheiten. Deshalb sage ich da mal noch gar nichts zu. Da wird auch wieder einiges dabei sein. Das hatten wir dieses Jahr gar nicht, weil wir ja auch erst wachsen und lernen und letztes Jahr gar nicht geplant haben für Frühjahr. Das Big Monster, das war das erste Spiel, was wir wirklich komplett lokalisiert haben, also auch in was heißt Eigenproduktion, aber für uns haben produzieren lassen. Die ganzen Eagle Griffon Sachen sind ja immer quasi, werden ja für uns mitproduziert. Und Sagani Oracle sind unsere Neuheiten, die wir jetzt selber machen dieses Jahr. Da wollen wir natürlich nächstes Jahr auch wieder einiges tun. Insel der Katzen, ja, das, was vielleicht noch fehlt, sind die ganzen tollen Sachen, die von Eagle Griffon Games noch kommen. Da ist ja jetzt das Struggle of Empires gerade vor einigen Wochen endlich da gewesen und kann jetzt auch erworben werden und versandt werden. Und demnächst kommt ja dann noch das Fleet the Dice Game. Mhm. Müsste das nächste sein, was dann endlich da ist. Und dann haben wir das Sokoku Deluxe. Ganz tolles Spiel, wunderschön. Rokoko kennt man ja schon, aber das ist einfach nochmal auch optisch auf eine neue Stufe gehoben, finde ich. Großartiges Teil. Ja. Und dann hoffentlich endlich Ende des Jahres auch das Kanban. Kanban Electric Vehicles, auch in der Deluxe-Variante. Und dann haben wir noch so ein, zwei Reprints bei Eagle Griffon, da will ich aber noch nichts zu sagen. Da müssen wir nochmal gucken, wann die kommen. Jo. Und dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Aber für dieses Jahr sind wir jetzt auch, glaube ich, erstmal voll. Und wenn der Thomas jetzt noch mehr Postings machen müsste, dann würde er mich, glaube ich, zu Recht auch dann irgendwann mal stoppen. Ja, ich sehe schon, es bleibt bei euch spannend, es bleibt voll. Da wird noch, denke ich, vieles auch auf uns zukommen. Gut, was sind denn so vielleicht noch ein paar abschließende Worte, was du für unsere Zuschauer jetzt so mit auf den Weg geben kannst, so auch in Richtung vielleicht Spiel digital, was dieses Jahr jetzt halt doch ein bisschen anders ist oder allgemein vielleicht für den Rest des Jahres so eine Empfehlung aussprechen? Was wären so deine, ja, wie soll ich sagen, Insider-Tipps? Also das Allerwichtigste finde ich, bleibt alle gesund, haltet euch an die Anordnung. Das ist kein Scheißdreck, sondern das sind Leute, die kennen sich aus und die machen das aus Vorsicht. Also bitte passt alle auf euch auf und seid vernünftig und tut das, was nötig ist, tragt Maske und so weiter, haltet Abstand. Davon mal abgesehen, Spiel digital, wir wissen auch noch nicht so ganz genau. Wir haben jetzt ganz viele Ideen gesammelt und jetzt müssen wir in den nächsten ein, zwei Wochen müssen wir das Konzept dann mal festnageln. Wir haben schon ganz viele, viele Leute kontaktiert, die wir interviewen können. Wir haben hoffentlich möglichst fast alles, was wir Neuheiten haben, auf Tabletopia
Das ist gerade in Arbeit. Da müsste das meiste dann verfügbar sein. Es gibt ein paar Spiele, da macht das wenig Sinn. Also Big Monster zum Beispiel, ein Drafting-Game auf Zeit, das haben wir überlegt, aber das macht keinen Sinn. Aber die anderen müssten, die meisten müssten da sein. Wir gucken, was wir von wegen Livestream machen. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass jetzt nicht alle Welt da auf Skelly guckt, sondern da gibt es dann offizielle Streams, da gibt es jede Menge Rezensenten, die gutes Programm machen. Es gibt die großen Verlage, sodass wir da vermutlich jetzt keine durchgehende Live-Show machen müssen. Das lohnt sich vermutlich nicht. Aber wir versuchen, ein buntes Programm zu bieten, mit Interviews, mit Let's Plays, mit Händlerbesuchen und so weiter. Aber Details müssen wir noch festzusen. Ansonsten, Veranstaltungen, viel bleibt ja nicht mehr. Wir haben jetzt auch fast alles mittlerweile schon zurückgezogen, weil es uns auch zu riskant war. Wir werden auch, also Stuttgart steht ja im Moment noch, werden wir aber nicht sein, leider. Und Darmstadt wissen wir noch nicht, da gibt es vielleicht so eine Verkaufsgeschichte, müssen wir mal gucken. Deshalb, ja, ich hoffe, dass wir uns online immer wieder irgendwo sehen und treffen und dass es hoffentlich nächstes Jahr dann besser wird und wir dann endlich wieder unsere geliebten Spieleveranstaltungen durchziehen können, uns alle treffen können, Spaß haben können. Ansonsten passt alle auf euch auf und spielt schön zu Hause, so viel ihr könnt. Das waren definitiv nochmal schöne Worte und nochmal schön zusammengefasst. Und wir alle hoffen, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder ein bisschen entspannter ist und wir uns alle live sehen können. Ich glaube, nächstes Jahr wird auch der Community-Gedanke nochmal ein ganz anderer sein. Gerade jetzt nach einem Jahr Pause, da ist dann doch jeder ein bisschen auf Entzug. Ja, und für alle, die Big Monster sehen wollen, da haben wir ja gemeinsam aus Baldova, das wird bei uns im Livestream zu sehen sein. Schauen, mit wie vielen Spielern wir es dann tatsächlich spielen werden, aber ebenso Sagani bei uns ja fest eingeplant, das heißt, da lohnt sich auch das Reinschauen und ich hoffe, dass das dann auch funktioniert mit den entsprechenden Querverbindungen innerhalb des Spiels digital zwischen euch und uns, dass man da in den vollen Genuss kommen kann. Wir geben alles. Dann, lieber Uwe, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Beantworten unserer Fragen. Und dann wünsche ich dir an der Stelle schon mal eine erfolgreiche Spiel digital. Möge sie, wenn auch anders, trotzdem erfolgreich für euch verlaufen. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann wieder. Bis dahin, bleibt gesund und wir sagen an der Stelle Tschüss. Tschüss, vielen Dank.